Gewaltige Mengen Salz. Ein riesiger Schatz liegt in der Tiefe Nordrhein-Westfalens. An einigen Stellen strömt salzhaltige Sohle an die Oberfläche. Menschen werden gesund und Städte reich. Aus 1000 Metern Tiefe wird es gewonnen. Viele Städte sind erst dank des Salzes entstanden. Salzhaltige Luft wie an der Nordsee. Mitten in Westfalen in Bad Salzuflen. Und was aussieht wie eine Stadtmauer, ist das Gradierwerk, das Wahrzeichen der Stadt. Das Gradierwerk ist eine Anlage zur Salzgewinnung. Eine Erfindung aus dem Mittelalter, die bis heute die gesamte Region prägt. Hier fließt Sohle, salzhaltiges Wasser, hinunter und zerstäubt zu feinstem Nebel. Perfektes Meeresklima. Jeden Morgen beginnt der Gradiermeister seine Arbeit mit einem Gang in 9 Metern Höhe. Hier wird die Sohle hochgepumpt und fließt aus Holzhähnen über das Gradierwerk. Peter Wolf macht den Job seit 13 Jahren in Bad Salzuflen. Er ist zuständig für die gesamte Technik, Über- und Untertage. Was hier oben auf dem Gradierwerk passiert, bekommt sonst keiner mit. Ich reinige die Hähne. Und zwar habe ich hier ein Spezialwerkzeug, selbst gebaut, aus Edelstahl, womit ich im Prinzip den Lauf wieder frei mache, damit das Wasser ungehindert durchlaufen kann. Und stelle entsprechend die Fließgeschwindigkeit ein durch Drehen der Hähne. Das sind halt alle Ablagerungen, Kalk, Mineralien, Algen, alles was so anfällt, was sich hier so ablagert. Täglich 15 Stunden fließt das salzige Wasser aus 500 Hähnen. Die gehe ich jeden Tag ab. Ein riesiges Freiluft-Inhalatorium mitten in der Stadt. Bis zu 600.000 Liter Sohle aus den Bad Salzufler Quellen berieseln hier täglich die Besucher. Die Arme gehen nach oben und einmal wieder runter. Genau, die Hände immer schön öffnen und schließen, damit die Finger warm werden. Okay, und noch einmal durch die Nase einatmen. Gut, einmal gemeinsam durch die Nase einatmen, strecken Sie sich ruhig weit nach oben. Man hat richtig das Gefühl, das geht richtig schön tief in die Lunge und man fühlt sich richtig schön befreit. Die Lunge ist richtig schön frei. Da spürt man richtig, wie die Atemwege sich öffnen, weiten, die Beweglichkeit besser wird im Brustkorb. Das ist besonders, wenn man viel sitzt. Natürlich eine angenehme Erfahrung, wunderbares Gefühl. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Es ist für alle geeignet, natürlich für diejenigen auch, die Atembeschwerden haben und sowieso schon Lungenprobleme haben. Für die ist es ganz besonders wichtig, auch einfach hier dran spazieren zu gehen, immer ganz nah an dem Gradierwerk entlang zu gehen. Durch die Nase einatmen, schauen Sie ruhig in den Himmel und mit der Ausatmung. Die Stadt steht vor einer großen Herausforderung. Das Konzept klassischer Kurort mit ehemals über 1 Million Übernachtungen pro Jahr funktioniert nicht mehr. Ein Schicksal, das in Westfalen auch andere Kurbäder teilen. Die Gegend ist reich an Sohlequellen.
Etwa 2 Autostunden weiter westlich liegt in der Tiefe des Bodens ein ganz anderer Salzschatz, die Rheinische Salzpfanne. Zwischen Xanten, Wesel und Rheindorf liegt seit Millionen Jahren ein gewaltiges Steinsalzfeld. 40 Quadratkilometer Fläche in bis zu 1000 Metern Tiefe. Am Niederrhein kommt das Salz allerdings nicht mit Hilfe von Quellen und Wasser an die Oberfläche. Steinsalz muss unter Tage abgebaut werden. Uwe Blättermann ist seit über 30 Jahren Bergmann im Salzbergwerk Bord. Sein Arbeitsplatz liegt 1 Kilometer tief in der Erde. Mit 150 Bergmännern ist Uwe Blättermann jeden Tag in den weit verzweigten Salzstollen unterwegs. Wir werden ungefähr 100 Sekunden brauchen, um unten anzukommen. Die Geschwindigkeit ist so 10 Meter pro Sekunde. Wir bekommen leichten Druck auf den Ohren. Einfach ganz entspannt einmal runterschlucken, dann ist das wieder frei. Sollte es nicht frei sein, dann kann es schon mal so sein, dass eventuell eine Erkältung in Anmarsch ist. Das ist so die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Uwe Blättermann leitet die Salzgewinnung unter Tage. Die gigantische Menge stellt ihn immer wieder vor neue Aufgaben. Wir sprengen heute die Kammer 910. Einer der größten Kammern, die wir haben. Heute noch mal was Besonderes. Und dann wollen wir schauen, wie es klappt. Uwe Blättermann und der Schichtleiter besprechen, wie sie vorgehen wollen. Und dann erfährt jeder im Team, was er dabei zu tun hat. Ohne Geländewagen läuft hier nichts. Der Sprengort ist 9 Kilometer entfernt. Und der Wagen kommt auf dem Salz nur langsam vorwärts. Den Zentralhorst, dort lädt der Lader das Haufwerk weg. Dann wird gesichert. Und dann geht es in die Kammer 910 zur Sprengarbeit. Das Bergwerk liegt unter der Region Rheinberg, Xanten und Wesel. Hier wächst mit jedem Tag ein gigantisches Netzwerk. Über Tage unsichtbar. Bevor er die Kammer 910 erreicht, überprüft Uwe Blättermann die Sicherungsarbeiten der letzten Sprengung. Ich bin 32 Jahre hier und hier im Salz bin ich in meinem Element. Und wir sind jetzt auch gleich da. Hier ist der Lader. Der Lader räumt nach jeder Sprengung zuerst die großen Brocken weg. Auf dem Förderband werden die Salzbrocken direkt zerkleinert. Der Salzstaub verteilt sich in der Atemluft und es ist 40 Grad warm. Harte Bedingungen für die Männer unter Tage. Damit nichts einstürzt, muss dann die Decke des Bergwerks gesichert werden. Dazu wird tief in die Salzdecke gebohrt. Meterlange Stützanker verhindern, dass die Decke einbricht. Wir sind im Zeitplan, aber wir müssen jetzt zur Kammer 910 fahren, um die Sprengarbeit zu machen. Eine halbe Tonne Sprengstoff geht hier gleich in die Luft. So eine große Sprengung haben die Bergleute lange nicht mehr durchgeführt. In Bad Salzuflen ist Gradiermeister Peter Wolf auf dem Weg ins eigentliche Herz der Anlage, der Pumpenraum. Von hier aus wird das komplette Gradierwerk gesteuert. Aus 4 Quellen strömt die Sohle zusammen. Für eine perfekt abgestimmte Sohlekonzentration muss die Mischung täglich neu justiert werden. Hier kommen unsere 4
Sohle halt ihren Quellen an. Wir haben die Paulinenquelle vom Salzhof. In der Nähe vom Kurhauszentrum befinden sich die Sophienquelle, die Thermalquelle 3 und dann haben wir noch den Neubrunnen. Hier beginnt im Prinzip der Kreislauf fürs Gradieren. Jetzt haben wir gerade das eine automatisch sich nachspeist. Und alles, was quasi verlustig ist durch Verdunstung und Windverwehung, speisen wir quasi täglich nach. Wenn die Sohle oben auf dem Gradierwerk ankommt, wird sie direkt weitergeleitet und rieselt über Wände aus gestapelten Zweigen nach unten. Bei den meisten Gradierwerken sind es Zweige vom Schwarzdornstrauch. Heute dient das Gradierwerk der Gesundheit. Im Mittelalter entstand Salz durch Sieden der Sohle über dem Feuer. Um Energie und teures Holz zu sparen, wurden die Gradierwerke erfunden. Gradieren bedeutet konzentrieren. Findige Köpfe kamen auf die Idee, Zweige zu stapeln und die Sohle darüber rieseln zu lassen. Die Dornen der Zweige spalten die Wassertropfen auf und viele Wasserpartikel verdunsten. So konzentriert sich das Salz auf dem Weg nach unten. Das sparte damals viel Feuerholz. Die gestapelten Zweige halten lange, nur alle 10 Jahre müssen sie getauscht werden. Das Gradierwerk in Bad Salzuflen ist schon immer Stolz und Wahrzeichen der Stadt. 12 solcher Werke gibt es in Nordrhein-Westfalen. In Bad Salzuflen ist es für Besucher von innen begehbar. Hier drinnen ist die Inhalation noch intensiver. Der frisch zerstäubte salzhaltige Nebel wird im Raum gehalten und verfliegt nicht. Das Erlebnisgradierwerk gehört zum Konzept der Erneuerung. Gesundheit macht Spaß und bedeutet Genuss. Peter Wolf bereitet eine weitere Besonderheit vor. Die Nebelkammer. Mehrmals täglich füllt er frische, hochprozentige Sohle in die Vaporisatoren. In wenigen Minuten ist der Raum dann gefüllt mit frischer, feuchter Luft. Also Hahn auf für bestes Meeresklima. Mit jedem Atemzug wirken die belebenden Mikropartikel wie eine Frischzellenkur für das Immunsystem. Fördern die Durchblutung und Reinigung der Lunge. Fünfzehn Minuten Sohle inhalieren und entspannen. Das macht nicht nur die Atemwege frei, es wird neuerdings auch in der Therapie bei Tinnitus und Burnout-Syndrom angewendet. Schon in den 1960er Jahren wurde in Bad Salzuflen inhaliert. Den Höhepunkt als Kurbad erreichte die Stadt in den 1970er Jahren. Mehrfach wurde die Stadt zum beliebtesten Kurort Deutschlands gewählt. Heute sind neue Konzepte gefragt, um ein neues Publikum zu gewinnen. Denn diese Zeiten sind lange vorbei. Am Niederrhein bei Rheinberg wird seit fast 100 Jahren Salz abgebaut und verarbeitet. Vollautomatische moderne Anlagen sorgen im Bergwerk Bord dafür, dass die großen Mengen Salz gereinigt, gesiebt und verpackt werden. Die Maschinen in der Verarbeitung müssen fehlerfrei laufen. Hier über Tage kennt er den gesamten Produktionsablauf. Johannes Hapich ist hier in Bord geboren und hat direkt nach der Schule im Bergwerk eine Ausbildung angefangen. Parallel zum Job studierte er Maschinenbau und heute ist der 30-jährige Betriebsingenieur im Werk. Salz in meinem Leben spielt einmal die Rolle, dass es interessant ist, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und weiß, okay,
Die Straße, auf der ich gerade fahre, die gibt es ganz weit unten nochmal. Da gibt es ganz viele Straßen. Ne? Alles unter mir, wenn ich zur Arbeit fahre, ist hohl. Im Förderturm wird das Salz nach oben gebracht. Pro Förderschaufel und Minute eine ganze LKW-Ladung. Als Betriebsingenieur ist Johannes Hapich im gesamten Werk unterwegs. Das Salz kommt durch den Förderturm nach oben, wird aufbereitet, in Mühlen klein gemahlen und dann ganz fein ausgesiebt. Interessant bei uns ist, dass wir einen Bergwerkbetrieb ohne Halde haben. Den Puder, den wir in unseren Anlagen produzieren, schicken wir zurück an unsere Saline und lösen den auf. In unserer Saline erzeugen wir dann unter anderem unser hochreines Pharmasalz, was dann später zu NHCl-Lösungen weiterverarbeitet werden kann. NHCl-Lösungen sind wichtig für einige Pharmaprodukte, beispielsweise als Trägerlösung für den Covid-Impfstoff. 220 verschiedene Salzartikel werden in Bord hergestellt, einige Spezialsalze weltweit exportiert. Zu Hause ist es halt so, dass ich nachsalzen muss. Also ich habe mein Empfinden für Salz ist ein anderes mittlerweile. Ich muss nachsalzen, immer. Ziegen haben in Bad Salzuflen eine besondere Bedeutung. Die Stadt verdankt ihnen ihre Gründung, so die Legende. Im 12. Jahrhundert beobachtete ein Schäfer seine Ziegen dort, wo heute die Stadt steht. Er bemerkte, dass die Tiere hier das Gras irgendwie anders fraßen als üblich. Sie leckten es zuerst genüsslich ab. Den Grund entdeckte der Schäfer schnell. Die Gräser waren salzig. Es wurde weiter geforscht und bald war klar, dass es Sohlequellen geben musste, die dann auch gefunden wurden. Die Geburtsstunde der Stadt Bad Salzuflen. Und so erklärt sich auch der Name. Salzuflecken. Mitten durch die Stadt und auch den Kurpark fließt ein Flüsschen, das seinen Namen ebenfalls dem Schatz der Stadt verdankt, die Salze. Heute ist Bad Salzuflen berühmt für seine gut erhaltene Altstadt. Die ist seit 2 Jahren auch autofrei. Die Häuser stammen zum Teil noch aus dem Mittelalter. Einige Bürgerhäuser sind gebaut im kostspieligen Stil der Weserrenaissance. So wie das alte Rathaus. Viele Menschen kamen zu Geld in einer der ältesten Salzsiederstädte im deutschsprachigen Raum. Wir sind auf dem Salzhof, auf der Keimzelle Salzuflens sozusagen, auf dem Ort der Geschichte, hier, wo alles begonnen hat. Hier, wo man angefangen hat, das weiße Gold, das Salz zu produzieren. Hier, wo heute noch wunderbar Feste stattfinden, wo der Wochenmarkt stattfindet. Also das Herzstück unserer Stadt. Wir haben hier in der Neufassung die historisierende Darstellung von Szenen hier auf dem Salzhof. Das heißt, wir haben einmal den Blick, wie es hier auf dem Salzhof wahrscheinlich um 1500 ausgesehen hat. Und hier sehen wir halt ganz wunderbar, wie es wohl in einem Siedekotten mal ausschaute. Dort, wo die Menschen arbeiteten. Ganz wichtig, wir haben in Salzuflen Salz immer nur durch Sieden produziert. Das heißt, es gab bei uns nie einen Bergbau, sondern wir haben immer die natürlich an die oberflächende Sohle abgeschöpft, in große Pfannen gegeben, ordentlich Feuer darunter gemacht. Dann fängt die Sohle an zu kochen, der Dampf steigt empor, das Salz bleibt in der Pfanne. Und Salz, wertvoll, weißes Gold, wurde natürlich abgewogen. Und man kann hier eben noch die Hängewaage sehen mit den Gewichten dort unten. Und er war dann dafür zuständig, das Salz unters Volk zu bringen. Sabine Mierbach ist gebürtige Salzuflerin, Historikerin, Stadtführerin und leidenschaftliche Sammlerin historischer Erinnerungsstücke zur Stadtgeschichte. Wir dürfen eins nicht vergessen, heute ist der Platz frei. Hier ist viel Platz außen herum. Hier kann alles Mögliche stattfinden. Ursprünglich war er komplett bebaut und das bis in die 1920er Jahre. Hier passte kein Auto quer.
Der Berufsstand der Salzsieder war hoch angesehen. Auch wenn sie als einfache Arbeiter nicht zur wirtschaftlichen Elite der Stadt gehörten. In den Siedekotten war jedem bewusst, den Wohlstand in Salzuflen verdanken sie den Salzsiedern. Sie schufteten nicht nur extrem, sondern riskierten ihr Leben. Jede Produktion hat zwei Seiten. Und da, wie man auch immer so schön sagt, jede Medaille hat zwei Seiten. Und auch die Salzproduktion bei uns in Salzuflen. Denn einerseits war er für das weiße Gold, für die Produktion zuständig. Auf der anderen Seite bezahlte er es mit seinem Leben. Denn wir kennen das heute alle als Hausmittel noch, wenn man erkältet ist. Man inhaliert mit Sohle, hartgesottene Gurgeln mit Salzwasser mal zur Desinfektion. Aber er stand ja als junger Siedeknecht, wenn er in die Kotten kam, so im Alter von 10, 12 Jahren, ja, immer in dem heißen Sohledampf. Und wenn er wie hier das sich absetzende Salz herausschöpfte, dann atmete er natürlich auch stetig diesen konzentrierten heißen Dampf ein. Und das führte dazu, dass er sich seine gesamten Bronchien und alles verätzte. Man geht davon aus, dass ein Salzsieder ab 30 spätestens Blut spuckte wie ein Tuberkulosekranker und letztendlich mit 35 Jahren auch verstarb. Später besserten sich die Arbeitsbedingungen in den Salzwerken. Bis ins 19. Jahrhundert war die Saline der größte Arbeitgeber der Stadt. Verborgen vor den Augen der Besucher macht sich Gradiermeister Peter Wolf auf den Weg in die Zentrale des Kurbetriebes. Die Brunnenkammer. Täglich strömt hier so viel Sohle aus dem Gustav-Horstmann-Strudel, dass problemlos gleich mehrere große Schwimmbecken immer wieder neu gefüllt werden könnten. Ein weit verzweigtes Leitungssystem unter der gesamten Stadt verteilt die Sohle des Horstmann-Strudels. Heute gibt es aber nur noch zwei große Bäder in der Stadt. Ja, von hier aus verteilen wir im Prinzip die Sohle an die Verbraucher. Das heißt, wir haben einmal einen Schieber in Richtung Vitasol und einmal einen Schieber in Richtung Vitalzentrum. Also früher waren hier noch bedeutend mehrere Kliniken dran angeschlossen. Sieht man hier noch an diesen alten Schiebern. Das meiste ist zurückgebaut. Mitte der 1990er Jahre, nach der Gesundheitsreform, schrumpfte die Zahl der Gäste um mehr als ein Drittel. Bezahlte Badekuren wurden gestrichen. Doch die Sohle aus 1000 Metern Tiefe sprudelt weiter mit voller Kraft. Mit neuen Konzepten soll sie auch weiterhin die Stadt ernähren. Daran arbeiten die Verantwortlichen der Kurstadt. Etwas versteckt im Kurpark ist die größte und wichtigste der neuen Quellen der Stadt, der Horstmann-Strudel. Seine Sohle hat den höchsten Salzgehalt und wenn sie über Tage ankommt, eine perfekte Temperatur für Anwendungen. 36,5 Grad. Hier wird die Kraft der Horstmann-Quelle sichtbar. Gerade hier bei so einer Quelle sieht man natürlich, was tut sich da im Erdreich? Was kommt hier hoch? Der Gast sieht natürlich sonst nicht viel, wenn man das nicht irgendwie verdeutlicht. Der westfälische Traditionskurort muss sich verändern, um überlebensfähig zu bleiben. Klassische Kurbäder funktionieren nicht mehr. Für die Erneuerung engagierte die Stadt einen Spezialisten. Stefan Krieger kam als Tourismusexperte von Borkum nach Westfalen. Sein Job als Geschäftsführer im Staatsbad? Ein zukunftsfähiges Konzept umsetzen. Also ich glaube, ein Kurort muss heute mehr bieten als nur das ortsgebundene Heilmittel in der Anwendung. Der Gast sucht das gesamte Paket. Er will gut übernachten, er braucht Erholung und das wollen wir ihm natürlich auch mit unserem freizeittouristischen Angebot bieten. Keine leichte Aufgabe. Es musste so einiges umgebaut werden, angefangen beim Kurpark. Der wurde schon modernisiert und neu angelegt. Ein Sohle-Kneipp-Parcours lädt nun zum Experimentieren ein. Und von hier aus starten 70 Kilometer Wander- und Radwege in die nahegelegene Natur.
so eine Herausforderung natürlich, aus dem alten Ansatz ein Stück weit die Zukunft zu gestalten. Das ist so ein Stück weit der Rohdiamant, den wir noch schleifen müssen in Salzuflen. Die Parklandschaften schließen sich direkt an den Kurpark an und bestehen aus großen Salzwiesen. Hier steht die Sohle in der Wiese, umrandet von Wald. Ein spannender Naturerholungsraum in unmittelbarer Stadtnähe. Der Bezug zur Natur ist ein Stück weit ja auch Teil unserer Gesundheit. Und die Nähe zur Natur, die wollen wir unseren Gästen näher bringen. Und das zeigen auch schon unsere Führungen, die wir im Kurpark haben, zu unserer Pflanzenwelt, die wir haben, zum Baumbestand und so weiter. Und das ist die Idee, vielleicht im Naturparkbereich demnächst einen Lehrpfad zu erschließen. Und gerade weil die Geografie es hergibt, wäre es natürlich toll, auf Höhe der Baumkronen durch Salzuflen zu gehen. Aber auch geführte Führungen mit Naturpark-Rangern und so weiter anzubieten. Also diesen ganzen spannenden Naturraum, den wir hier im Kurgebiet haben, für den Tourismus zu erschließen. Stefan Krieger hat mit seinem Team bereits vieles umgesetzt. Beispielsweise Strandkörbe für den perfekten Tag wie am Meer. Als Oasen rund um die Brunnen. Es gibt auch die Idee der Lieblingsplätze. Verteilt im Kurgelände an besonders schönen Stellen stehen neue Bänke und Relax-Liegen. Aus dem Kurbad wird ein Gesundheitsort, der auch ein jüngeres Publikum interessiert. Am Niederrhein wird seit 1925 Steinsalz abgebaut. Drei Unternehmen waren in dieser langen Zeit für das Bergwerk zuständig. Das deutsche Bergbauunternehmen K+S AG, früher Kali und Salz, ist das letzte in der Reihe und übernahm 2002 das Werk. K+S fördert und verkauft in vielen Ländern Kali und Salz. Ist der größte Salzproduzent der Welt. Die riesigen Mengen, die am Niederrhein in mehr als einem Jahrhundert abgebaut wurden, haben das Land verändert. Natürlich sehen wir aufgrund des Bergbaus Absenkungen, aber die sind beim Salzbergbau, und das ist die Besonderheit und vor allen Dingen der Unterschied zum Kohlebergbau, sehr gleichmäßig, sehr langsam und sehr großflächig. Das heißt, es gibt also dort nicht diese aus dem Steinkohlebergbau typischen Verwerfungen, die auf kurzen Distanzen relativ große Höhenunterschiede aufweisen, beziehungsweise zu entsprechenden Gebäudeschäden, den klassischen Bergschäden, also Rissen in Gebäuden und Ähnlichem führen. 1300 Messpunkte sind heute in der Region verteilt, angebracht an privaten und öffentlichen Häusern. Mit diesem Monitoring wird seit fast 100 Jahren dokumentiert, wie das Land sich verändert. Es gibt Streit darum, wer die Kosten trägt, wenn Häuser plötzlich schief sind oder Risse bekommen. Bei den Schäden, die gemeldet worden sind, ist kein einziger gewesen, der auf bergbauliche Einwirkungen zurückzuführen war, sondern es waren andere Ursachen, Bodenbewegungen aufgrund von Grundwasserveränderungen. Wir sind hier in der Nähe des Rheins und der hat natürlich wechselnde Wasserstände oder aber auch ganz einfache Fehler in der Bautechnik bei der Erstellung der Gebäude. Also für uns können wir sagen, dort, wo wir zuständig sind, haben wir in den letzten, ich glaube, Jahren bis 2014 nicht einen einzigen Schaden begleichen müssen. Nur wenige Kilometer vom Bergwerk entfernt liegt die Gemeinde Ginderich. Unter dem Ort wurde von 1980 an Salz abgebaut. Ortstermin mit Anwohnern und Mitgliedern der Bürgerinitiative von Salzbergbaugeschädigten. Also mindestens noch mal bei 10 Meter. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist verrückt. Ja. Dieser Schaden, der da entsteht, diese Milliardenschäden, die hier entstehen, die nimmt keiner wahr. Die nimmt überhaupt kein Mensch wahr. Das ist also unmöglich. Thorsten Schäfer ist erster Vorsitzender der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten Nordrhein-Westfalens. Er und seine Mitstreiter nehmen den Salzbergbau in die Pflicht und fordern eine neutrale Begutachtung der Schäden. Es geht um Häuser, Straßen und sogar ganze Kanäle. Ja, hier bei der Kanalbaustelle ist das Problem, wir haben einen Kanal, der hat früher ist er in die richtige Richtung geflossen. Und jetzt durch den Salzbergbau hat sich das Gefälle umgekehrt. Das heißt, jetzt fließt er in die falsche Richtung. Und aus diesem Grund muss der Kanal hier in Ginderich auf einer Tiefe von 8 bis zu 10 Metern komplett neu saniert werden. Und das heißt,
wir haben hier eine Kanalbaustelle, die hier im ganzen Ort jetzt bis zum Jahre 2025 voraussichtlich geht, das ganze Jahr. Und kann man sehen, so richtig, wie dieser Riss sich da gebildet hat. Viele Häuser in Ginderich haben Risse und Schäden, außen wie innen. Die Besitzer der Häuser fürchten um ihr Eigentum. 1400 Bewohner der Region haben sich in der Bürgerinitiative zusammengeschlossen und kämpfen um Entschädigung. Ein Problem: Es gibt, anders als im Kohlebergbau, keine unabhängige Schiedsstelle. Wenn jemand hier einen Schaden an seinem Haus hat, muss er zunächst herausfinden, welches der drei Bergbauunternehmen unter seinem Grundstück Salz abgebaut hat. Dann muss sich der Eigentümer direkt an dieses Unternehmen wenden. Die jeweils zuständigen Konzerne beurteilen dann selbst, ob sie den Schaden verursacht haben. Ein anderer Ort, etwa 3 Kilometer entfernt von Ginderich, Menzelen. Die Bürgerinitiative trifft heute Pfarrer Dietmar Hesse von der Gemeinde St. Ulrich. Sollen wir mal reingehen, dass wir uns da die Schäden mal anschauen? Ja. Ja. Also einer der Hauptschäden verläuft sicherlich hier komplett einmal quer durch die Kirche. Man kann es natürlich hier jetzt offensichtlich sehen. Da ist es verdeckt, natürlich durch halt eben den Bodenbelag. Das Ganze beginnt, Sie sehen es da oben, quasi am Fenster, am Chorfenster. Da ist auch noch mal ein Vermessungspunkt geklebt. Von dort beginnen wirklich einmal hier quer durch die ganze Kirche. Die größte Sorge, dass es da überhaupt gar keine Klärung geben wird. Dass das wirklich eine Endlosschleife wird, wo man im Grunde nie zu einer Regulierung kommen wird. Das ist meine Sorge. Die Risse gibt es seit 2006. Unglaublich. Noch immer ist unklar, wer bezahlt. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass es ähnlich wie beim Kohlebergbau auch eine unabhängige Schiedsstelle geben müsste, die für solche Sachen Verantwortung übernimmt, dass halt eben auch Privatleute, ganz egal Bewohner von Häusern, auch da eine Möglichkeit haben, wirksam gegen den Verursacher solcher Schäden vorzugehen. Wo der Riss seinen Anfang nimmt, wirklich hier oben im Fenster. Fast 100 Jahre Salzbergbau haben ihren Preis und hinterlassen Schäden für die Ewigkeit. Damit wird sich die Region über der Rheinischen Salzpfanne noch lange beschäftigen müssen. In Bad Salzuflen hat das Salz in Form der Sohle vor allem positive Wirkung. Schwimmen, atmen, trinken. Auf 3 Arten kann die Sohle genossen werden. Die Wandelhalle im Kurzentrum ist fast 50 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. 3 Jahre wurde die alte Halle saniert. 2020 konnte die modern umgebaute Wandelhalle präsentiert werden. Am Trinkbrunnen wird wie eh und je 2-mal täglich die Sohle ausgeschenkt. Und bitte langsam trinken, schluckweise, dass es sie mit dem Speichel vermischt, dann bekommt das. Ne? Okay. Das ist leicht warm, ein ganz wenig salzig. Es schmeckt nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht eklig oder so. Nicht wie man denkt, das ist jetzt sehr gesund und man muss sich überwinden. Nee, nee. Aber es ist, glaube ich, wohl sehr wichtig, dass man das langsam trinkt, damit das der Körper besser aufnimmt. Oder? Der Effekt der Trinksohle soll am besten im Dreiklang wirken. Baden, trinken, atmen. Das ist die gute Luft. Ich komme aus Köln. Das ist schon ein Unterschied. Das merke ich schon sehr. Wirklich, das merke ich sehr. Das ist alles viel freier. Wirklich, das bilde ich mir nicht ein. Die hohe Heilkraft des Wassers machte die Stadt reich und berühmt. Sie zog Menschen aus ganz Deutschland an.
Die kamen, um ihren Atemwegen Gutes zu tun. Die Trinkkur soll eine entzündungshemmende Wirkung haben und den gesamten Stoffwechsel verbessern. Das Schwimmbad im Therapiezentrum Vitasol wird heute vielseitig benutzt. Auch von den Einheimischen. Schon die Kleinsten lernen schwimmen in weicher Sohle und angenehm warm auf Körpertemperatur. Neu und sehr beliebt ist das Aquafloating. Dabei fühlen sich die Menschen völlig schwerelos und entspannen. Ich bin selber total überrascht. Eigentlich bin ich ein Mensch, der überhaupt nicht gut entspannen kann. Aber ich glaube, die Kombination der warmen Thermalsohle und dann diese sanften Bewegungen, ich glaube, das ist der neue Weg für mich, wirklich zu entspannen. Ich habe es ja schon mit mehreren Sachen probiert, auch mit PMR oder Qigong, das war alles nie meins. Es fällt mir wirklich unheimlich schwer, mich zu entspannen, aber hier, das war total einfach. Angewendet wird Aquafloating beim Burnout-Syndrom und Tinnitus, nach Sportunfällen oder anderen Verletzungen, die die Bewegung einschränken. Sich tragen zu lassen vom wunderbaren Sohlewasser oder man kann auch sagen Meereswasser, weil das drehe ich doppelt. Der Effekt ist der, dass wir aus unserem, ich sag mal, heutzutage unruhigen Geist und immer zu hetzen und Dinge tun zu wollen und das Gefühl zu haben, wir müssten immer etwas, dass wir da still werden. Über Tage wirkt das Werk im niederrheinischen Bord verhältnismäßig klein. Doch das einzige Salzbergwerk in Nordrhein-Westfalen fördert täglich 8000 Tonnen Salz. In eisigen Wintern mit großer Nachfrage nach Auftausalz kann die Lieferung auf 12.000 Tonnen erhöht werden. Seit fast einem Jahrhundert wird das Salz hier abgebaut. Der Bodenschatz war eigentlich ein Zufallsfund bei der Suche nach Kohle. Früher, als es noch eisige, schneereiche Winter gab, da wurde das abgebaute Steinsalz fast zu 100% als Streusalz verwendet. Achthundert Leute arbeiteten in den 1970er Jahren in Bord. Heute, im Zeitalter der Automatisierung und Digitalisierung, sind es nur noch 300 Mitarbeitende insgesamt. Unter Tage steht jetzt die Großsprengung der Kammer 910 an. Mit 20 Metern Deckenhöhe ist sie eine Ausnahme. Etwa dreimal so hoch wie die Gänge und Stollen sonst hier im Bergwerk. Für die Großsprengung brauchen die Sprenger insgesamt eine halbe Tonne Sprengstoff. Die Zündkabel sind magnetisch. Überreste werden später aus dem Salz herausgefischt. Das Team begibt sich in 3 Kilometer Entfernung in Sicherheit. Jäger, Glück auf. Ist die 718 Meter Sohle frei? Alles klar, wir beginnen mit Sprengarbeit. Umzahl passt, könnt sprengen. Brennt!
Wunderbar. Abgetan. Alles klar, sehr gut. Wunderbar. Immer. Uwe Blättermann muss jetzt das sogenannte Wurfbild der Sprengung überprüfen. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, sehr zufrieden. Wir sehen hier ein wunderschönes Wurfbild. Die Stückigkeit des Hauptwerks ist optimal. Also Sprengergebnis hochzufrieden. Also hier liegen jetzt 1500 Tonnen. Das war jetzt also nochmal die Restmenge, die uns fehlte, um wirklich dann die 8000 Tonnen Tagesziel zu erreichen. Ich bin sehr zufrieden. Dieses Steinsalz ist 250 Millionen Jahre alt. Ich habe keine Angst, ich habe Respekt vor dem Berg. Das ist ein Unterschied. Ich fühle mich sicher in den Bereichen, wo ich also die Möglichkeit habe, auch immer alles nachzuschauen, auch abzuklopfen. Und das ist für jeden Bergmann also schon die Grundvoraussetzung. Man sollte den Respekt vor dem Berg nicht verlieren. Und wenn man das hat, dann kann man also auch so wie ich jetzt 43 Jahre unfallfrei schon im Bergbau arbeiten. Unter diesem Land am Niederrhein wird der Salzschatz schätzungsweise noch 30 Jahre lang reichen. Und so lange wird auch hier vor Ort das Salz weiter direkt verarbeitet und verpackt werden. Jetzt soll das Abbaugebiet noch weiter erschlossen werden in Richtung Xanten. Die Genehmigungsverfahren laufen. Noch eine Generation wird Steinsalz abbauen. Die Sohle in Bad Salzuflen strömt vermutlich ewig weiter. Jahrhundertelang lebte die Stadt von ihrem selbst erzeugten Salz. Mitte der 1930er Jahre war Schluss. Diese Produktion wieder aufleben zu lassen, ist ein Herzensanliegen von Stefan Krieger. Wir haben unseren Gustav-Forstmann-Sprudel hier im Glas. Es kommt aus 1000 Meter Tiefe, ist absolut rein. Da sind keine Nebenprodukte oder Nebenstoffe drin. Das ist das pure Thermalsalz, jetzt als Genusssalz, das heißt als Speisesalz zu genießen. Das grobe Salz, auch noch einen gewissen Nassanteil ist auch noch drin. Das spürt man, wenn man es in die Hand nimmt. Und es ist halt besonders, weil es hat wirklich einen sehr, sehr hohen Reinheitsgrad. Es ist absolut naturbasiert. Es ist das erste reine, weiße Thermalsohlesalz, was es überhaupt in Deutschland gibt. Das Ganze gibt es auch in den Geschmacksrichtungen Steinpilz, Blumen und Chicken Barbecue. Für den Sommer ist noch Rosensalz geplant aus den eigenen Kurgartenrosen. Thermalsohlesalz ist schon ein ganz, ganz anderes Thema, als mit normalem Steinsalz zu kochen. Und das muss man einfach erleben und ausprobieren. Frau Kneipp hat schon gesagt, das haben wir hier schön mal auch schon an einem Spruch an die neue Küche geschrieben. Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche und nicht durch die Apotheke. Bad Salzuflen hat die Herausforderung angenommen und einen neuen Weg eingeschlagen. Als Krönung gibt es wieder eigenes Salzuffler Salz. Das soll die Küche über die Grenzen Westfalens hinaus bereichern. Weil sie vor 1000 Jahren auf Ziegen schauten, entdeckten die Menschen die Sohle. Steinsalz und Sohle haben in Nordrhein-Westfalen Städte entstehen lassen, Menschen reich gemacht, unser Land auf Ewigkeit geprägt und verändert.